ein irrer Parteitag der SPD am Wochenende, voller Lügen und Volksverrat. Noch mehr Abzocke der Steuerzahler, noch mehr Migration, noch mehr Schulden, ein Desaster. Bleiben Sie dran bis zum Schluss, dann erfahren Sie, warum die SPD wohl bald mit der 5%-Hürde kämpfen muss. Ja, liebe Zuschauer, bei mir im Studio unser Gastkommentator André Poggenburg. Hallo. Ja, André, die Arbeiter, den Mittelstand, die Freiberufler noch mehr belasten, die eine Regierung weiter finanzieren sollen, die einen verfassungswidrigen Haushalt führt. Richtig. Die Diebstahl am eigenen Volk begeht, die unser Steuergeld zum Fenster rausschmeißt. Ja. Wollen wir gleich mal einsteigen mit einem Ausschnitt aus der Rede das des Bundeskanzlers. Genau. Eine Debatte taucht regelmäßig bei sich bietenden Gelegenheiten auf. Nämlich, dass eigentlich das Problem unserer Gesellschaft unser zu üppiger Sozialstaat sei. Ich will euch sagen, das sehe ich nicht so. Ja, André, also vollkommen realitätsfremd. Mein Opa hat gesagt, die Roten, die denken immer, das Geld kommt zum Schornstein rein. Ja, das sind Leute, die nicht richtig arbeiten, das sind meistens Beamte und die denken, es kommt irgendwie vom Himmel geflogen. Ja. Ja. Also daran musste ich denken. Als du das gehört hast. Völlig realitätsfremd. Ja. Ja. Mhm. Also, wie wir ihn aber auch kennen. Und deswegen steht er ja auch in Umfragewerten dort, wo er eben halt steht. Ja, ganz unten. Da kommen wir auch noch zu. Ja. Und insgesamt war auf dem Parteitag erkennbar, dass die Sozis unfähig sind, ihre eigenen Fehler einzusehen. Ja. Das Prinzip Ursache und Wirkung scheint für sie ein Mysterium Richtig, zu sein. Ja. Das sehen wir auch Richtig. Gleich. Es ist wirklich ein Desaster. Ja. Und dann hat der Kanzler auch, wir müssen es so hart benennen, viel gelogen. Wollen wir es mal kurz durchgehen? Unbedingt. Ja, und zwar, er sagt hier, das sieht er nicht so und er will keine Sozialleistungen senken, obwohl er das schon getan hat. Er hat die Haushaltskrise eben verschuldet und die Subventionen für die gestiegenen Energiepreise zum 1. Januar abgeschafft. Und das wird nicht der einzige soziale Einschnitt bleiben. Oh, da wird noch mehr auf uns zukommen. Ja. So, dann hat Scholz Russland die Schuld gegeben an den deutschen Problemen. Richtig. Ne, alle anderen sind schuld. Mit dem Finger auf andere zeigen, das können sie. Ja. Richtig. Und da haben wir mal nachrecherchiert. Hätten die NATO und Scholz damals im Dezember 2021 auf das Freundschaftsangebot von Russland reagiert, wäre es wahrscheinlich gar nicht zu der Eskalation Richtig. Im Februar 2022 gekommen. Auch hätte Scholz eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine ablehnen können. So, dann gibt Scholz auch Russland die Schuld an den gestiegenen Energiepreisen. Ich zitiere ihn jetzt mal kurz. Ja, überall sind die Preise gestiegen für Energie und so weiter. Das ist auch eine Konsequenz des russischen Imperialismus. Wir haben dafür gesorgt und gekämpft, dass es Möglichkeiten gibt, Getreideexporte aus Russland und der Ukraine in diese Welt kommen zu lassen. Das exakte Gegenteil ist der Fall. Wir haben nachrecherchiert. Es sind die Sanktionen, die den Getreideexport aus Russland verhindern. Ja. So, sogar die UNO fordert ja inzwischen schon die Aufhebung der Sanktionen. Und Scholz hat überhaupt nicht dafür gesorgt und gekämpft, wie er gesagt hat, dass es Möglichkeiten gibt, Getreideexporte aus Russland in diese Welt kommen zu lassen, sondern er hat die russischen Getreideexporte verhindert. Und übrigens hat Russland diese 10.000 Tonnen Getreide dann gratis in bedürftige Länder nach Afrika geliefert. Ja. Davon kein Wort. Davon kein Wort, das ist klar. Dann hat er gesagt, Russland hat die Energieversorgung Europas eingestellt. Auch eine Lüge. Erstens, wir gehen es kurz durch, bevor wir zu den nächsten Einspielern kommen. Die Regierung Scholz hat der betriebsbereiten und mit Gas gefüllten Nord Stream 1, Nord Stream 2, am 22. Februar 2022, also noch vor Beginn der Eskalation, die Genehmigung verweigert. Richtig. Das geschah auf Initiative von Scholz. Da hatte Putin überhaupt nichts mit zu tun. So. Zweitens, dann waren es die Sanktionen, die im Sommer 2022 die vertragsgemäße Wartung von Nord Stream 1 erstmal verhindert haben. Und dann hat Russland angeboten, stattdessen Nord Stream 2 in Betrieb Richtig. Zu nehmen. Wer war dagegen? Richtig, Bundeskanzler Scholz. Richtig, so. Wahrscheinlich im fremden Auftrag. Ja, und dann wirft er jetzt Russland vor, es hätte die Energieversorgung Europas eingestellt. Naja, drittens, danach wurden die Nord Stream Pipelines, wie ja weitreichend bekannt ist, gesprengt. Richtig. So. Ja. Jetzt gibt es zwei Theorien, wer die Täter sind. Diese beiden Theorien stehen fest.
Der erste basiert auf den Recherchen vom investigativsten Journalisten Deutschlands. Wer ist das wohl? Kompakt-Chefredakteur Jürgen Elsässer. Jürgen Elsässer, ganz genau. Und seinem Kollegen, ja. Pulitzer-Preisträger Selmer Hirsch. Richtig, die beiden ja. haben sich ja sehr viel ausgetauscht. Richtig, wir haben ja auch ein, zwei Gespräche auch veröffentlicht. So, und die beiden haben eben die Täterschaft bei den USA gesehen. Richtig. Der zweiten Theorie zufolge, die der Mainstream verbreitet, haben sechs ukrainische Aktivisten die Pipelines von diesem kleinen Segelboot ausgesprochen. Die kam ja ganz urplötzlich auf, diese Theorie übrigens. Ja, die ploppt hier wirklich auf mit einmal. Ja. Da sind ja auch unsere Reporter hingefahren. Ja, und der Film heißt Andromeda, ist auch hier zu sehen. So, also Russland war es ja in beiden Theorien nicht. Richtig. Dennoch behauptet er, Russland sei schuld. Ja. Genau. Und auch wenn es die sechs Ukrainer gewesen sind, trotzdem hat Scholz über 20 Milliarden unseres Steuergelds an die Ukraine verschenkt. Richtig. Ja. Ja. Und dabei bleibt es nicht. Wo sie uns der zweiten Theorie zufolge doch geschadet haben. Richtig, so. Ja. Dann hat Russland die Energieversorgung überhaupt nicht eingestellt, weil es läuft ja weiter Gas. Und zwar über die ukrainische Pipeline nach Österreich und über die Turkish, wie heißt sie nochmal? Turkish Stream heißt sie. Nach Ungarn und nach in den gesamten südosteuropäischen Raum. Richtig, ja. Es geht weiter. So. Jetzt wollen wir aber doch zu den weiteren Redeausschnitten kommen. Nur mal so kurz ein kleiner Einblick, wie hier alles verdreht worden ist. Ganz genau. Ja. Jetzt kommen wir zu der Vorsitzenden, der Frau Esken. Das ist ja deine besondere Frau. Unheimlich sympathische Frau, richtig. Doch auch wenn uns das alles gut gelingt, brauchen wir jedes Jahr die Zuwanderung von 400.000 bis 500.000 Fachkräften, Fach- und Arbeitskräfte, Studierende und Auszubildende sollen zu uns kommen, um an einer guten Zukunft für unser Land mitzubauen. Wir brauchen dafür, so hat es der Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger gesagt, eine Willkommenskultur. Zu Recht. Ja, ist ja. Also. Also was hören wir ganz deutlich, gerade zum Schluss nochmal, die SPD ist eben nicht mehr die Partei der Arbeitnehmer, sie ist die Partei der Arbeitgeber, der Großkonzerne geworden, weil die fordern billige, massenhaft Arbeitskräfte und die SPD will es durchsetzen. Vor allem, was mir ja bei dem Parteitag wirklich aufgestoßen ist und was brisant ist, es gab so zwei Hauptziele des Parteitages. Einmal, der Sozialstaat sollte neu erfunden werden, sollte gestärkt werden, das deutsche Sozialsystem sollte gestärkt werden. Das könnte man begrüßen, wenn es ernst gemeint wäre, denn es ist ja nicht, denn im Gegenzug, also wirklich konträr dazu, möchte man die Masseneinwanderung, die illegale Massenmigration in dem Sinne unterstützen, dass man sagt, NGOs, die Seenotrettung auf dem Mittelmeer soll weiter unterstützt werden, also die illegale Schleuserei soll staatlich finanziert werden und man möchte den Familiennachzug ausweiten, sodass man wirklich Millionen neue, wirklich in ihrer Art und Weise fremde Menschen hier begrüßen darf und kann. Und damit wird ja das Sozialsystem geflutet. Es wird ja wirklich außer Kraft gesetzt. Ja. Es kommt an den Rand seiner Existenz. Das, was man auf der einen Seite wieder stärken möchte, möchte man auf der anderen Seite verscherbeln und kaputtschlagen. Ja. Das heißt, dieser tiefrote Parteitag war wieder mal nur eine Postenschuhe voller Lug und Trug. Du hattest es vorhin schon gesagt. Ja. Und vor allem auch voller realitätsferner Ideologie. Sie sind völlig weltfremd. Es ist nicht machbar. 500.000 nochmal. Wo sind Sie denn, Ihre Fachkräfte, Ihre Fachärzte, Ihre Raketeningenieure? Richtig. Wir haben 3,3 Millionen Asylforderer im Land und 3,15 Millionen müssen rundum versorgt werden. Ja. Und dann kommt dann immer der Vorschlag, noch die Steuerzahler noch mehr belasten, noch mehr Abgaben, noch höhere Steuern. Ja, wahrscheinlich damit dann endlich die Fachkräfte kommen, während unsere eigenen Fachkräfte scharenweise ausmachen. Wirklich davonrennen, das ist richtig. Ja. Und dann darf man nicht Bevölkerungsaustausch sagen, der ja aber im Grunde de facto stattfindet. Ja, also Sie wollen das Füllhorn mit deutschem Steuergeld schon ausschütten, aber nur über die Ukraine und die Migration. Richtig, ja. Wir bekommen von unserem eigenen Steuergeld überhaupt nichts. Na, nicht einmal Entlastung, gar nichts. Und Esken und Scholz sind auch noch stolz darauf, dass sie Millionen Flüchtlingen mit unserem Steuergeld, mit Milliarden Steuergeldern hier geholfen haben. Ja, richtig, jetzt kommen wir mal zu dem neuen Bundesvorsitzenden der Jusos, Philipp Thürmer. Also haben sich so verschiedene Modelle überlegt, wie sie unser Land noch besser abschaffen können. Genau. Und er
bringt jetzt einen ganz interessanten Punkt. Ich glaube, Punkt alleine ein. So circa 60 Anträge gab es ja zum Thema Migration. Ja. Alle natürlich mehr oder weniger in eine Richtung, Tür auf, Tore auf, kommt alle rein. Ja, ja. Der Philipp Thürmer hat sich auch was Interessantes einfallen lassen. Hören wir mal rein. Also, wo wir uns, glaube ich, einig sind, was wir gestern auch hier mit großer Einigkeit beschlossen haben, ist, dass es endlich sichere Fluchtrouten braucht und dass wir stärker über Themen wie Resettlement-Programme nachdenken müssen. Viele Menschen reden gerade über irreguläre Migration nach Europa. Die Wahrheit ist aber auch, dass es überhaupt keine reguläre Migration nach Europa gibt für Geflüchtete, weil es keine regulären Fluchtrouten gibt. Und deswegen wird es dringend Zeit, diese zu schaffen. Ja, ein junger... leider sehr intelligenter Ideologe, der nächste Sargnagel auf unserem Land. Richtig, ja. Und also, was, Entschuldigung, André, ja. Resettlement, das heißt, er will Umsiedlungsprogramme, er will Ausländer umsiedeln nach Deutschland und er will die illegale Flucht legal machen, also regulär machen. Genau. Ja. Das ist ja gerade so ein Scheinargument, was gebracht wird. Mhm. Die SPD, oder direkt er, könnte ja jetzt sagen, ja, ich möchte gegen die illegale Masseneinwanderung vorgehen, indem ich sie legal mache. Ja, das ist ja wirklich die Augenwischerei dabei. Ja. Und Resettlement kann man alle sagen, es ist und bleibt zum Schluss einfach Umvolkung, was stehen bleibt. Ja. Er hat es ja benannt, nur auf Englisch, damit es nicht so auffällt. Richtig, man verpackt es ein wenig, schau es mal bleibt nach. Genau. Das. Umsiedlung. Ja, Ausländer umsiedeln Richtig. Nach Deutschland. Jawohl. Ja. Jetzt hören wir noch den bekannten Kevin Kühnert, Generalsekretär, auch er für mehr Allseits bekannt und beliebt. Ja, er ja. will mehr Familiennachzug. Moment. Wir sind davon überzeugt, dass eine Einwanderungsgesellschaft, die wir sind in Deutschland, nur dann Integration gut leisten kann, wenn die Erfolgsfaktoren von Integration, das ist die Aufnahme von Arbeit, der Spracherwerb, der Bildungserwerb, aber eben auch das Zusammensein mit dem nahen persönlichen Umfeld, wenn das gewährleistet ist. Tja, ja. Er sagt ja im Grunde das, was jetzt auch in dem Leitantrag des Vorstandes ja durchgewunken wurde. Es soll also nicht mehr nur Familiennachzug für diejenigen geben, die hier angenommen wurden, deren Asylantrag bestätigt wurde, sondern auch für die Geduldeten. Ja. Wobei ja die Duldung immer sehr schwammig ist, oft völlig erfunden, diese Gründe. Es gibt ja eine Unmenge geduldeter Menschen, die ja eigentlich mehr oder weniger auf ihre Rückreise warten. Ja. Auch denen soll jetzt gewährt werden, die gesamte Familie nachzuholen. Das heißt, einer ist hier, 3, 4, 5, 10 Leute kommen nach. Um quasi diese Wartezeit etwas angenehmer zu gestalten. Und wir wissen doch, es zielt darauf ab, auch die Geduldeten zum Schluss hier zu behalten, nicht zurückzuschicken und die neuen weiter Angereisten auch noch hier zu behalten. Ja. Nur darum geht's. Ja, und die gleiche Idee hat auch der SPD-Innenpolitiker Helge Lind. Und der ist jetzt im Gespräch mit Rainer Wendt, dem Bundesvorsitzenden der Polizeigewerkschaft. Da hören wir mal rein, was der Rainer Wendt dazu zu sagen hat. Und in der Regel ist es so, Beispiel Afghanistan, Beispiel Syrien, dass die Leute dann irregulär kommen. Das heißt, Familiennachzug ist ein Instrument, regulär, gesteuert, sicher Migration zu organisieren, daher kein Widerspruch. Also das ist ja so ein Leitsatz, den ich auch in der Berichterstattung jetzt schon gelesen habe, dass es nämlich sozusagen ein wichtiges Kriterium für Integration sei, dieser Familienzuzug. Das wird zwar immer gerne behauptet, es gibt überhaupt keinen Beleg dafür. Im Gegenteil, die Communities, die jetzt schon mit Integration wenig am Hut haben, nicht die deutsche Sprache erlernen, sich abschotten, die werden noch gestärkt durch eine solche Entwicklung. Also auch da, falsches Signal zur absoluten Unzeit. Wir haben mittlerweile ein Integrationsdesaster erster Güte in Deutschland, denn die Integration so vieler Menschen war nie möglich. Es war immer eine Lebenslüge deutscher Politik. Ja. Was sagt er wirklich? Eine Lebenslüge deutscher Politik. Ja. Und er sagt ihm auch nochmal, ja, bestätigt nochmal, er soll im Grunde das legal gemacht werden, was bisher illegal ist. Und vielleicht sollten wir nicht vergessen, eines noch zu erwähnen, auch ein Großteil der Menschen mit Migrationshintergrund, die vor Jahren und Jahrzehnten hierher gekommen sind, die sich wirklich eine Existenz aufgebaut haben, die sich nicht nur integriert, die sich assimiliert haben, wollen das nicht, was jetzt passiert. Ja, ja. Weil die sagen, wir möchten ja nun gerade nicht die Zustände wie zu Hause. Ja. Sonst bräuchten wir ja nicht herkommen. Ja. Ihr macht uns alles kaputt. Also auch die haben die Schnauze voll. Und deswegen sinkt eben der Zuspruch für die SPD, wie sich's gehört. Ja, wir leiden alle. Ja. Und ganz interessant ist, was der Rainer Ziedelmann sagt. Er ist Historiker. Den hören wir uns auch noch kurz an. Ich möchte sprechen, und zwar mit Rainer Ziedelmann. Er ist Historiker, Publizist und Journalist über
die SPD, über die Genossinnen und Genossen. Ich habe es bei der Kollegin gerade gesagt, natürlich gibt man sich zukunftsgewandt, man gibt sich forsch, man gibt sich kampfbetont. Aber wie sieht es drin in der SPD aus aktuell? Naja, das sind die alten Parolen, die kennt man ja schon ewig. Also letztlich, was gefordert wird, sind zwei Sachen, höhere Steuern und mehr Schulden. Ja, das ist aber kein neues Rezept. Die Linkspartei, die jetzt gerade unter 5% gerutscht ist, die erzählt uns das schon ewig lang. Und die SPD hat offenbar so den Hang, jetzt sich auch in diese Richtung zu bewegen. Trotzdem, und das wird ja nicht erst seit heute gefordert, was Sie gerade gesagt haben, die beiden Hauptpunkte, trotzdem scheint das nicht mehr zu zünden, weil die Umfragewerte, die sind... Also für die SPD katastrophal, muss man sagen. Ja, das liegt natürlich vor allen Dingen auch an dem Migrationsthema, ja, wo also doch ein großer Teil der SPD-Klientel in eine ganz andere Richtung denkt. Ich meine, wenn man sieht, die AfD ist heute im Prinzip die größte Arbeiterpartei geworden. Und da sind viele, die früher SPD gewählt haben, die sind jetzt rübergegangen zur AfD. Ja, da hat er recht, ne? Ganz wichtiges Stichwort, richtig, ja. So wie die SPD, das wissen wir alle, zur Arbeiterverräterpartei geworden ist, ist die AfD und sind Parteien außerhalb des Altparteienkartells wirklich zu den Parteien der Arbeitnehmerschaft, der Werktätigen, aber auch des kleinen Mittelstandes geworden. Die vertreten die wirklich und die wollen tatsächlich das Sozialsystem erhalten, nicht die halbe Welt alimentieren, ernten dafür auch immer mehr Zustimmung. Und die kurze Anmerkung da im Interview fand ich gut. Die Roten wollen den Roten folgen, unter die 5%-Hürde. Sollen sie mal machen, ich freue mich drauf. Ja, und ich denke auch, der SPD ist nicht mehr zu helfen. Ja. Was aber gut ist für die AfD, sie ist der beste Wahlkampfhelfer für die AfD geworden. Das ist wirklich Wahlkampf für die AfD. Ja. Und wie weit sich die gute alte Sozialdemokratie entfernt hat, von ihren alten Werten. Ja, die man ja wirklich auch, wo man Sympathie entbringen konnte damals, wirklich Arbeitskampf, Arbeitsschutz, Löhne, was ist davon übrig geblieben? Ja. Nichts. Und die AfD ist ja jetzt nicht nur die neue Arbeiterpartei, auch die neue Mittelstandspartei, weil inzwischen Mittelstand und Arbeiterschaft in einem Boot sitzen. Also alle, sind beide gleichermaßen belastet. Alle, die schaffen müssen. Alle, die arbeiten. Richtig, genau. Und jetzt hören wir doch nochmal den Altkanzler Helmut Schmidt. Oh, das ist sehr gut. Die Ausländerfeindlichkeit zu bekämpfen ist eine Sache. Jedes Jahr 1 Million Menschen reinzulassen nach Deutschland ist eine andere Sache. Und das geht nicht. Das geht wirklich nicht. Ja, ja, das war noch. Jawohl. Also Helmut Schmidt legt ja an dieser Stelle wirklich auch ein Problem dar, weil es ist ein Paradoxum, was hier im Grunde passiert. Denn diejenigen, die wirklich hier die Menschen in Scharen hereinholen, das sind auch die, die dafür verantwortlich sind, dass Rassismus, echter Rassismus, wieder aufgeblüht ist. Ja. Dass eine Ablehnung stattfindet gegen Ausländer, ist das Ergebnis dieser verfehlten Migrationspolitik. Ja, und unsere gut integrierten oder sogar assimilierten Beutedeutschen, wie man auch gerne sagt. Spaßeshalber, die sehen das genauso. Da haben ja viele mit uns gesprochen, die eben auch südländisch aussehen. Italiener, Griechen, Türken, die gesagt haben, Mensch, wir wollen das nicht. Ja. Und die müssen das ja zum Teil mit ausbaden. Ja, jetzt wir müssen uns jetzt schief angucken lassen, obwohl wir schon 20 oder 30 Jahre hier leben oder schon in der dritten Generation. Und auch von denen wählen viele außerhalb des Altparteiengartens, auch von denen wählen viele AfD. Ja, die wollen das alte Deutschland, was sie kennengelernt haben, einfach erhalten. Richtig, ganz genau. So, jetzt schauen wir hier mal auf die Zahlen. Zufriedenheit mit der Bundesregierung. Sehr zufrieden 1%. Wo kommt das Prozent her? Naja, zufrieden 16, weniger zufrieden, gar nicht zufrieden, natürlich die absolute Mehrheit. Und dann haben wir hier noch die Zufriedenheit mit dem Bundeskanzler Scholz. Also er ist mit Zustimmungswerten liegt da unter 20%. Dann sind wirklich schlimme Umfragewerte und er ist der unbeliebteste Kanzler inzwischen der deutschen Geschichte. Mhm. Das hat er auch ignoriert. Ja. Und fast 80% der Deutschen fordern ein Ende seiner Regierung, die sie genauso schlecht finden wie den Kanzler selbst. Aber das stört ihn nicht weiter. Nee, gar nicht. Und nur noch 14% würden die SPD wählen. Richtig, das sind wahrscheinlich die Beamten, die dann auch von der Partei profitieren. Ja. Und kurz, wir dürfen nicht vergessen, das ist auch übrigens der schlechteste Umfragewert für eine Regierungspartei in der ganzen Geschichte der Republik. Das ist ein absoluter Tiefpunkt. Ja. Und was machen die auf dem Parteitag? Weiter so. Ja. Das ist irre. Es ist wirklich erstaunlich. Mhm.
wie wenig sie zur Selbstreflexion und zur Selbstkritik fähig sind. Ja, wahrscheinlich gar nicht mehr, ist richtig. Ja. Und wir haben es von Annalena Baerbock gehört, von den Grünen, die ja sagt, uns interessiert nicht, was der Wähler will. Bei dem SPD-Parteitag genau dasselbe. Also die Umfragewerte interessieren nicht. Was der Wähler will, interessiert nicht. Jetzt sollte es auch die Wähler nicht mehr interessieren, diese Parteien zu wählen und spätestens im nächsten Jahr anzufangen, neu und richtig zu wählen. Ja. Aber jetzt wollen wir uns erstmal bei unseren Zuschauern bedanken für über 250.000 Abonnenten hier auf YouTube. Und ich möchte Sie über was informieren, weil die meisten von euch wissen wahrscheinlich gar nicht, dass wir auch Printmagazine machen. Und deswegen wollen wir heute mal unser Monatsmagazin vorstellen. Das wird 40.000 Mal im Monat verkauft. Und wer es abonniert, spart etwa 2 Euro pro Ausgabe und erhält auch noch ein Geschenk. Und das Kompakt-Abo kann man jetzt auch, deswegen haben wir hier den Chefredakteur mal gezeigt mit Nikolausmütze, kann man auch verschenken zu Weihnachten an Freunde, Feinde, Menschen, die noch schlafen und so weiter. Genau. Und sie erhalten die Ausgaben dann auch immer pünktlich mit der Post, müssen dann nicht zum Kiosk oder an die Tankstelle. Wo es auch manchmal vergriffen ist, wie ich selber schon gesehen habe. Oder boykottiert wird oder vergriffen ist, das stimmt. Ja. Es sind viele Ausgaben schon vergriffen. Mhm, genau. Aber mit einem Abonnement erhält man es sicher pünktlich zu Hause. Ja, also alle Informationen finden sich auf kompakt-abo.de und machen Sie einfach doch dieses Weihnachtsgeschenk. Das hilft allen. Und ein Abo unseres Magazins kostet 69,90 Euro im Jahr. Und jeden Monat gibt es dann einen geschliffenen Diamanten geballter Wahrheit und etwas Persönliches noch. Auch ich habe vor fast 9 Jahren das erste Kompaktmagazin in der Hand gehabt und ich war auch eine etwas schläfrige Deutsche und bin dann aufgewacht. Ja, hört, also. Immerhin.